Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal an der Abernethy Farm ganz in der Nähe von Concord und der Red Rocket Station stehen geblieben und haben mit den Siedlern hier geredet, der Familie Abernethy. Und wir konnten ihnen helfen, da wir ja in der USAF-Satellitenstation Olivia ein Medaillon eingesammelt haben, das ihrer Tochter gehörte, das die Raider geraubt haben. Und dadurch sind wir jetzt mit ihnen hier quasi verbündet und können die Werkstatt unter anderem nutzen. Und wir können wohl bei der Gelegenheit uns auch ein paar Tattoo-Pflanzen einsammeln. Hier liegen welche, aber die können wir nicht nehmen. Denn wir brauchen ja noch drüben für Sanctuary definitiv weitere Pflanzen, um dort das ja, Lebensmittelproblem zu lösen. Scheint wirklich was zu werden. Ja, die scheinen hier wirklich zu wachsen. Wir nehmen uns auf jeden Fall mal ein paar mit. Uns fehlt da ja einiges. Ich glaube, wenn wir uns hier ein paar einstecken, werden die jetzt hier nicht böse sein. Die waren uns sehr, sehr dankbar dafür, dass wir ihnen das Medaillon ihrer Tochter wiedergebracht haben, was sich seit langer, langer Zeit wohl in Familienbesitz befunden hat. Und sie meinten auch, hier gäbe es irgendwo ihr Grab. Ich weiß nicht, ob wir das finden können. Dann können wir da auch mal kurz vorbeischauen. Auf jeden Fall ist da am Horizont ein bisschen was zu erkennen. Da hinten ist was beleuchtet. Aha. Gut. Und da hinten haben wir noch einen Wohnwagen. Gut. Grab sehe ich jetzt keins. Sie sagten, das wäre hinterm Haus irgendwo. Naja, mal sehen, ob wir das finden können. Wäre ja schon ganz interessant, da vorbeizuschauen. Und hier haben wir noch die angesprochenen Melonen offensichtlich. Gut, okay. Dann schauen wir uns erstmal den Wohnwagen da an, würde ich sagen. Bevor wir uns mal das da, was da beleuchtet ist, anschauen. Das ist eine große Lagerhalle auf jeden Fall. Okay. So, gucken wir mal hier rum, ob wir hier irgendwas Interessantes finden. Und sieht ganz interessant aus, würde ich sagen. Dann mal hier ein Besen. Ja, nehmen wir mal den Besen mit. Der steht gerade im Weg. Eine Munitionskiste mit Fusionszellen. 45er Patronen, Klebeband, Sturmfeuerzeug. Eine leere Bierflasche, die kann da bleiben. 38er Patronen und ein Erste-Hilfe-Koffer mit Stimpacks und aufbereitetem Wasser. Okay, gut, wartet. Apropos, nachdem wir ja auch mit den Siedlern geredet hatten, haben wir ja quasi eine Quest erfüllt für, haben wir ja auch einiges an XP erhalten und wieder ein Level abgekriegt. So, jetzt ist hier gerade ruhig, das heißt, wir werden mal in den Pip-Boy schauen und uns mal um das Level abkümmern. So, beziehungsweise wir werden uns bei der Gelegenheit auch einfach mal die Stufe 3 der Perks anschauen. Wir hatten ja schon bei Stufe 6 den einsamen Umherziehenden gelernt. Und da werden wir uns jetzt einfach mal ganz kurz alle, ja, der Stufe 3 anschauen, alle Perks. Hier haben wir für Stärke den Rüstmeister. Schützt dich vor den Gefahren des Ödlands mit Zugang zu Standard- und Rang 1 Mods für Rüstung. Für Wahrnehmung haben wir die Aufmerksamkeit. Kenne die Schwachpunkte deiner Feinde, um sie zu besiegen. Du kannst dir die Schadensresistenzen eines Ziels im Watz ansehen. Als nächstes haben wir den Lebensspender bei Ausdauer. Du bist die Vitalität in Person und erhältst sofort plus 20 maximale Gesundheit. Ja, der einsame Umherziehende hier, wie gesagt, für Charisma. Wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, erleidest du 30% weniger Schaden und kannst 100% mehr Ausrüstung tragen. Gilt, wie gesagt, auch im Übrigen, wenn man Dogmeat dabei hat. Ansonsten kann man auch andere Begleiter im Spiel freischalten. Es gibt insgesamt in der Grundedition 13 und mit den DLCs werden es dann 17. Da gibt es 2 im Automatronen-DLC und einen jeweils in den beiden Story-Erweiterungen Far Harbor und eine dann auch noch aus dem DLC Nuka World. So, machen wir weiter. Hier haben wir für Intelligenz den Waffenfreak. Wer zuerst schießt, tötet zuerst mit Zugang zu Standard- und Rang 1 Mods für Waffen. Beweglichkeit. Schleichen. Werde zu einem Flüstern. Werde zum Schatten. Du bist beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Und hier haben wir bei Glück dann noch auf Stufe 3 den blutigen Tod. Bonusschaden lässt Feinde gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Vorsicht vor umherfliegenden Augäpfeln. Okay, bei der Gelegenheit würde ich mal ganz gerne schauen.
dass wir eigentlich unseren Pistolenskill erhöhen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier, da haben wir den Revolverheld, genau. Kanalisiere den Geist des Wilden Westens. Nicht automatisch Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Brauchen wir auch nur Beweglichkeit 1 für. Finde ich jetzt sehr sinnvoll. Unsere Pistolen machen mir einfach zu wenig Schaden. Daher würde ich sagen, investieren wir hier erstmal einen Punkt. Bin großer Fan von Pistolen oder von nicht automatischen Waffen. Von daher würde ich hier gerne diesen einen Punkt, den wir jetzt beim Stufeneinstieg zur Verfügung haben, dafür nutzen. So, besteht ihr werdet, dass wir den Revolverheld auf Stufe 1 lernen wollen. Sehr schön, erledigt. So, hervorragend. Und den nächsten können wir uns auch gleich mal anschauen. Den können wir auf Stufe 7 jetzt auch lernen. Auch wieder mit Beweglichkeit 1 und dann macht es 40% mehr Schaden. Sehr schön, sind wir jetzt hier erst einmal fertig. Können hier raus und weitermachen. So, wo wollten wir jetzt hin? Ach ja, Lagerhalle links. So, schauen wir da mal vorbei, bevor wir uns zurück auf den Weg nach Sanctuary machen. Das würde ich gerne mal mit den Siedlern da abschließen. Ich denke nicht, dass wir so lange da brauchen. So, wieder eine wilde Mutterbeere ist eingesteckt. So, und die haben offensichtlich einen kleinen Fluss, so wie das aussieht. Naja, ein Wasserbecken. Fluss kann man dazu nicht sagen. Wir gehen mal außen rum. Wir müssen ja nicht unbedingt durchs Wasser und uns verstrahlen lassen. Und hier ist noch etwas. Scheint ein kleiner Verschlag zu sein. Oh, gucken wir uns den erst einmal an. Nett beleuchtet. Na, wenn das schon so nett beleuchtet ist, ist doch sehr einladend. Gucken wir hier mal vorbei. So, mal sehen, ob uns da einer gleich feindlich sind wird oder ist. Nee, wir haben auch noch weitere Blühfliege. Wäre so ja von der Sorte. Das finde ich jetzt ja nicht gut. Können wir gleich die Pistole ausprobieren. So. Okay, 65% im Watt. Sieht nicht den Kopf. Das machen wir mal zurück. Ah, jetzt schießen wir erstmal. Nee, nehmen wir nochmal das Watz. So, besser. Wir wollen auf den Torso. Schlecht anzuvisieren, die Wesen hier eben so. Also irgendwie trifft das Watz überhaupt nichts. Ich finde das nicht gut. So, kümmern wir uns um die hier. So, die ist erledigt. Die ist erledigt. Na, voran. Jo, okay, kein Problem. Ein bisschen echt wirklich unnötig, da das Watz eigentlich zu benutzen. Irgendwie funktioniert das überhaupt nicht, bis man da eine höhere Trefferchance hat. So, jetzt wollen wir uns den kleinen Verschlag hier anschauen. Wer hat sich denn hier was gebaut? Schau mal, Kinder zu Hause. Ja, wenn Kinder zu Hause ist, nehmen wir mit, was hier im Kühlschrank steht. Da ist ein Nuka-Cola und ein Creme gewesen. In Ordnung. So, jetzt nichts weiter. Eine Matratze könnten wir uns kurz ausruhen und ein bisschen schlafen. Müssen wir jetzt nicht. Hier haben wir neben Kühlern ein bisschen Maurus-Rattenfleisch. Ein Stimpack und ein Blutpaket, sehr nett. Eine Stange Zigaretten. Ein Whisky. Gut, ein paar Zigaretten. Gut. Und eine olle Zigarre und ein paar einzelne Zigaretten. Gut, nehmen wir einfach mal das mit. Es scheint so eine Art Wachposten, Spähposten irgendwas zu sein. Hier an der Straße. Gut, okay. So, hier ist noch eine Blähfliege. Die hat man noch nicht eingesammelt oder das Fleisch noch nicht eingesammelt. Die haben ein paar verstrahlte Fässer. Wir nehmen einen schnell in den Werkzeugkasten und öffnen den. So, wollen sie nicht allzu lang hier aufhalten. Ja. Klebeband und Skalpell ist mitgenommen und wir entfernen uns mal wieder. Ah ja, schon wieder ins ordentlich verstrahlt hier. Das muss ja nicht sein. So, okay. Dann scheint das hier quasi der Wachposten gewesen zu sein für diese Lagerhalle. Was haben wir denn hier? Schauen wir mal. Erstmal ist hier ruhig. Aha. Wir haben die Wicked Shipping Flottenliegeplätze entdeckt. Aha. Okay, gut. Na gut. Wir sind ja eigentlich am Meer, aber das Meer liegt in der anderen Richtung. Und wir haben hier irgendwas. Oh, wir haben einen wilden Ghoul. Na, das ist ja gut. Wir haben unseren ersten Ghoul gefunden. So, erledigt. So, wir wissen ja noch nichts über Ghule. Nachdem wir ja aus dem Wald raus sind. Und über 200 Jahre später. Aber wir haben ja von Preston schon mal was davon gehört. Da scheint noch ein weiterer wilder Ghoul zu liegen, wenn ich das so richtig sehe. Mal sehen, oder? Ja, das ist definitiv einer. Der ist aber schon tot scheinbar, so wie das aussieht. Ja. Mit Kronkorken, 38er Patronen, Redex und Sturmfeuerzeug. Nee, wir wollen jetzt hier nicht mit Dogmeat was handeln. Warum läuft der immer vor uns rum? Es hat ja die Kiste umgeworfen, konnte das Zeug nicht looten. Das finde ich nicht gut. Komm her. Okay, nehmen wir das Zeug mal mit, was hier rausgefallen ist. So, ich hoffe, das war alles. Und Dogmeat, du schießt schon wieder im Weg. So ein Hund ist doch was lustig. So, der hat noch ein Sturmfeuerzeug dabei. Holzblock. So, jetzt können wir irgendwas untersuchen. Was waren das? Dogmeat, geh da mal weg. So, okay. Den sollten wir mal wegschicken. So, erstmal hier wieder raus. So, wieder verstrahlt. Ganz toll. So.
Doc, wie wollen wir jetzt hier keine Befehle erteilen? So, weiter nichts zu sehen hier. Schauen wir uns um, ob wir noch einen weiteren Ghoul finden oder so. Nö, wir finden... Doch, finden wir. So, versuchen wir den mal zu treffen hier. So, der ist erledigt. Sehr schön. Gut, hervorragend. Haben wir das. Und wir haben eine Power-Rüstungsstation gefunden. Sehr interessant. Okay, gut. Wollen wir noch irgendwas machen? Nee, erstmal nicht. Gut, dann können wir uns hier bloß umsehen. Benutzter Ölkanister, ein Löscher. Da liegt ein Holoband, so wie es aussieht. Ah ja. Ja, dann würde ich sagen, schmeißen wir mal das Holoband ein. Blake, ich will, dass du deinem Bruder jetzt gut zuhörst. Dieser ganze Deal mit Eddie stinkt zum Himmel. Ich meine, welcher Geschäftspartner droht, einen zu töten, wenn der Deal nicht so läuft, wie er sich das vorstellt? Wir stecken viel zu tief in der Sache drin, aber ich sehe auch keinen Ausweg. Außer, dass wir Schluss machen und uns ganz schnell verkrümeln. Lass uns das mal persönlich bereden. Ich will nur, dass wir beide heil aus der Sache rauskommen. Okay, haben wir das wohl gehört. Okay, irgendein Deal, irgendein ominöser Deal. Und vielleicht wartet einer von denen wir die hier gerade gehört haben, vielleicht wartet er, der dieses Holoband verfasst hat oder aufgenommen hat. So, und wir haben hier noch ein abgenutztes Klemmbrett und da liegt noch irgendwas drauf, ein Kaugummi. Okay, ist eingesteckt. Dann haben wir hier noch Schraubenzieher und verstellbarer Schraubenschlüssel. Gut, und keine Powerrüstung drin in der Powerrüstungsstation, wie schon festgestellt. Aber könnte man eh, wenn man mit der unterwegs ist, hier reparieren. So, wir schauen uns weiter um. Können wir hier hinten in dem Laster noch was finden? Mal sehen, ja, das ist tatsächlich... Ah, hier haben wir erstmal einen Siedler, einen Toten. 43 Kronkorken, 38er Patronen, Leguan am Stiel, eine Impro-Pistole, die darf da bleiben. Mit Silbermedaillon nehmen wir mit. Und die Sportkleidung packen wir uns mal ein. So, oh, kann die Sportkleidung was? Schauen wir mal jetzt kurz. Da haben wir so... Hat ein bisschen Schadensresistenz, das ist nett, aber würde wohl unsere Beinrüstung entfernen. Und das war dann auch schon. Na gut, okay, dann nicht, dann lassen wir so. So, wir schauen mal in den Safe, der hier ist. Den können wir nämlich aufsperren. Das ist für Einsteiger hier. Schlosser knacken für Anfänger. So, mal gucken, wo ist der Punkt? Das scheint weiter oben zu sein. Da ist er. Cool. Sehr schön, das war wirklich cool. 308er Patronen, 38er Patronen. Die 10mm Pistole darf da bleiben, die 10mm Patronen aber nicht. Und den Silbertafellöffel und Deadcore kriegst du ja dir natürlich mit. Sehr schön, das hat sich doch hier gelohnt. Und wir kriegen wieder ein paar XPs oder haben ein paar XPs dafür gekriegt, dass wir den Safe auf ihr gemacht haben. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das zu lernen. Ja, auch sehr schade. So, was haben wir hier? Da vorne leuchtet es verdächtig. Das scheint ein Schlüsselanhänger zu sein. Ja. Wir haben den Wicked Shipping Wohnwagenschlüssel gefunden. Mitgenommen. Der benutzte Klappert auch. Und wir haben einen weiteren Grognack der Barbar-Comic offensichtlich gefunden. Na, dann schauen wir uns den mal an. Also. Du hast eine Ausgabe von Grognack der Barbar gefunden. Kritische Treffer bei Waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr Schaden. Sehr schön. So, müssen wir uns ja fast eine ordentliche Nahkampfwaffe zulegen. Und nicht mehr nur den Schlagstock, den wir aus Volt 111 haben. So, da waren noch ein paar 38er Patronen. Da ist ein Tischventilator. Terpentin-Schraubenschlüssel, silberne Taschenuhr. Sehr schön. Und hier haben wir noch das Wicked Shipping Terminal. Oh, schauen wir mal kurz rein. Mal sehen, wir da wieder irgendwas über ihre Lieferung hier erfahren oder so. Mal sehen. So, das war Wicked Shipping Verwaltungssystem. Benutzer Blake Flynn ist angemeldet. Okay. Ladungsverzeichnisse. Oha, alles kodiert hier. Nehmen wir mal den Eintrag, ich kürze das mal ab auf F25. Aha, wir haben die Karte, wurde uns aktualisiert. Wir haben den Kunden General Atomics und der Zielort ist General Atomics Fabrik. Okay, und die kriegen Uranpellets hier offensichtlich geliefert. Oder, naja. Die haben sich darum gekümmert, dass das da hingeliefert wird, wie auch immer. Müssen wir gleich mal auf die Karte schauen, was wir da entdeckt haben. Hier haben wir den Eintrag R87. Chrysler Motors und die Corvega Fertigungsanlage. Aha, okay, von der haben wir ja schon erfahren. Da müssen wir ja für die Siedler in Ten Pines Bluff hin. Okay, und die kriegen Treibstoffzellen geliefert. In Ordnung. Das lohnt sich doch hier mal sehen. Das wird jetzt hier vielleicht nochmal Eintrag verschaffen. Hier der Eintrag 186.
Tatsache. Ja, nochmal die Kartenaktualisierung erhalten. Und der Zielort ist hier das, die Mass Fusion, das oder das Mass Fusion Containment. Und da wird Abfall geliefert in Fässern, in Ordnung. Gut, nur dort hat es sich gelohnt, hier reinzugucken. Wir haben auf jeden Fall zwei neue Orte auf der Karte damit aufgedeckt, so wie das aussieht. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Protokolleinträge. Schauen wir uns die mal kurz an. Ein paar Memos. Nachricht überprüfen. Okay, naja, checken wir mal unsere Mails. Bitte Leute, vergesst nicht, dass Lieferungen über meinen oder Tims Tisch gehen müssen, bevor sie rausgehen können. Das ist extrem wichtig. Liefert auf keinen Fall direkt an den Kunden, besonders nicht, bevor wir die Papiere geändert haben. Ihr müsst mich oder Tim die Ladung einmal durchgehen und unterzeichnen lassen. Die Sache ist ernst, Leute. Vermasselt es nicht. Es sei denn, ihr wollt unbedingt wie dieser letzte Vollidiot enden, der die gesamte Ladung geliefert hat und uns damit fast den Arsch gekostet hat. Blake, der Boss. Okay. Naja, wir hatten ja schon auf dem Holoband gehört, dass die hier irgendwelche Rumgeschäfte offensichtlich gemacht haben. Und vielleicht ist auch irgendwas einfach nur bei den Lieferungen schief gegangen und die haben vielleicht irgendwelche geheime Zeug an den falschen Empfänger geliefert. Naja, also, alles muss der Chef machen, ist klar, ja. So, wir schauen uns weiter um. Und Dogweed steht wieder im Weg. Der soll sich mal draußen irgendwie nützlich machen und irgendwo wieder eine Chemkiste oder so suchen. Das wäre ganz praktisch. Und uns hier nicht im Weg stehen. So, weiß nicht. So, weiter. Hier haben wir noch eine weitere Tür, die wir aufmachen können. Wir schauen mal rein. Weiterer Lagerraum. Dosen, Dosen, Dosen. Gut, das ist spannend. Benutztes Klemmbrett. Noch eine Aluminiumdose. Ölkanister, Klebeband, ja, da unten ist eine Munitionskiste mit auch wieder 10mm Patronen, das ist sehr nett. Können wir das für unsere Pistole benutzen. Hier haben wir noch einen Löscher und eine Rüstungswerkbank. Gut, hervorragend. Kaffeekanne, noch ein paar Blechdosen. Schauen wir mal, ob wir noch was Spannendes finden. Gespannt wartet ihr alles bisher nicht. So, was haben wir hier noch? Abraxo-Putz, Mittelkaffeetasse, okay. So das übliche Zeug. So, und hier können wir uns mal zwischen den Containern lang bewegen und mal umschauen. Und wir haben offensichtlich einen weiteren Müllstreuner. So, der kam da hübsch vorgekrabbelt. Dass der da hinterher hingepasst hat, meine Güte. Naja, gut. So ein Ghoul hat nicht unbedingt mehr viel Fleisch auf den Knochen. So, hier haben wir einen weiteren toten Ghoul. Kronkorken, acht Kronkorken und eine Dose. So, so gut. Wir schauen uns mal oben um, ob hier noch irgendwas ist. Ne, sieht nicht so aus. Putzmittel, verstellbarer Schraubenschlüssel. Vielleicht finden wir noch eine Munitionskiste. Jetzt müssen wir mal gucken, kommen wir da irgendwie da drüben hin. Ja, wenn wir hier rüberspringen, müssen wir da hinkommen. Probieren wir das mal. Hier ist nämlich der Boden weggebrochen. Nee, da fehlt der Boden. Wie kommen wir da hin? Auch müssen wir hier so eine Sprungaktion machen oder wie sieht das? Oder können wir, nee, wir können natürlich auch übers Loch laufen, viel einfacher. So. Ohne Probleme. Und hier ist tatsächlich noch eine Munitionskiste. 308er Patronen und Fusionszellen. Jetzt haben wir schon wieder Dogmeat. Ja, können ja mal gucken, ob wir Dogmeat irgendwas ins Inventar legen können. Die brauchen wir nicht im Moment. Da sind wir noch gut, auch noch gut Platz. So, die Fusionszellen wollten wir nämlich eigentlich mitnehmen, als uns Dogmeat da vor der Nase rumgetanzt ist. So, hätten wir das. Gut. Noch eine Frauenleiche mit Impro-Pistole. Nee, die darf da bleiben. Wir sind ja nicht alle mitnehmen, wir sind ja nicht der wandelnde Schrotthändler. So, da ist noch ein toter Ghoul da oben. So, was hat der dabei? Eine Sicherung, okay. Ja, der eine Ghoul hatte auch Erkennungsmarken dabei. Also, es schien, als wäre der von irgendeiner, weiß ich nicht, Militäreinheit oder so. Oh, hier haben wir noch, okay, ist noch ein Durchgang. Das ist jetzt nicht so spannend. Aber wir haben uns das angeschaut. So, was haben wir hier im Werkzeugkasten? Jet, Superkleber, Schraubenzieher, Blechdosen, Blechdosen, Blechdosen. Gut, sehr schön. So, das wartet hier. So, jetzt gehen wir hier mal raus wieder. Ich glaube, hier sind wir nämlich fertig. So, mal sehen, wie wir hier rausfinden. Ach, über die ganzen Container hier, die die verschifft haben. Oder transportiert haben. So, wir gucken hier noch vorbei. Oh, hier ist noch ein Protektron. Aha. Okay, dann können wir das Terminal noch entsperren. Wo machen wir das doch? Dann kommen wir hoffentlich in den Raum rein, der dahinter ist. Ich denke mal, die Tür ist zu. So, alle ganz kurze Begriffe hier. Was haben wir denn hier? Und nicht viele Begriffe. Gut. Nehmen wir mal Gate. Ein Treffer. Gut. Mate, da wären zwei Treffer. Nee, das, also kann es das nicht sein. Nehmen wir mal Nice. Ein Treffer. Ja, vielleicht das E. Wer weiß. Deck. Könnte auch Deck sein. Probieren wir das mal aus. K.
Kein Treffer, oha. Okay, wir probieren das mal mit kurz mit Klammern. So, in Falscheintrag entfernen. Da ist noch ein weiteres Klammernpaar. Wir haben die Versuche zurückgesetzt. Sehr schön. Dann probieren wir jetzt erst einmal den Case aus hier. Wieder ein Treffer. Gut, was haben wir noch nicht genutzt? Ich glaube, Mate hatten wir noch nicht. Probieren wir das aus. Oh, auch nur ein Treffer. Könnte der Soul sein? Nee, Soul kann es ja nicht sein, wenn wir einen Treffer haben. In Ordnung. Mail? Wir müssten eigentlich zwei sein. Das kann es eigentlich nicht sein. Probieren wir mit dann. Wir sind hiermit fertig, hoffentlich dann. Nee. Okay, weiter. Kann man ein paar suchen, bitte. So, probieren wir das aus. Ich habe hier schon eins gesehen. Da müsste eins sein, genau. Wieder ein Falscheintrag weg. Aber bei dann waren auf jeden Fall zwei Treffer richtig. So, gucken wir mal. Das ist eine spannende Geschichte hier. Hatten wir das schon? Ja, das hatten wir gerade. So, gucken wir mal, ob wir noch eins finden können. Nicht, dass wir hier jetzt mit dem letzten Versuch noch rausfliegen aus dem Terminal. Dann wird es nämlich hier gesperrt. Und dann sind wir ein paar Sekunden ausgesperrt und müssen von kompletten Neuem beginnen. Das alles nochmal von vorne machen. Das können wir uns vielleicht ersparen, wenn wir jetzt hier noch ein Klammernpaar finden. Aber hier scheint keins weiter zu sein. Nee. Okay, das heißt Daumen drücken. Also, Soul. Könnte Soul sein. Nee, kann das eigentlich nicht sein, wenn wir zwei Treffer haben. Nice kann das auch nicht sein, wenn dann richtig ist. Die Roll könnte es natürlich sein. Probieren wir damit aus. Ja. Sehr schön. Und wir können die Protektron-Steuerung damit aktivieren. Aha. Gut. Ja, ja, dieses Interface ist ausschließlich für Techniker mit Robco-Lizenz vorgesehen. Der unsachgemäße Umgang mit Protektron-Einheiten kann bleibende Schäden verursachen. Ja, und jetzt können wir eine Einheit hier aktivieren. Dann kann die hier Patrouille laufen. So, dann machen wir das doch einfach mal. So, Zugriff auf Kapsel, Einheit wird initialisiert, zugewiesene Subroutinen werden geladen. Bitte weisen Sie das Personal in der Nähe der Aufladestation an, Platz zu machen. Okay, gehen wir hier erstmal wieder raus. Aktivierung Protektron zu. So. Der Mehrzweck-Protektron ist hier aktiviert und dann soll der hier mal ein bisschen Patrouille laufen. Vielleicht findet er noch irgendwelche Ghule, um die er sich kümmern kann. Und wir schauen mal hier drin, die Tür war ja offen. Ha. Okay, hier haben wir noch eine Laborstation. Und einen weiteren, offensichtlich toten wilden Plünderer-Ghoul. So, Kronkorken dabei, 38er Patronen und eine silberne Taschenuhr. Okay. Ja, wo die ganze Mannschaft hier? Nicht mehr am Leben. Naja, gut. War zu erwarten nach 200 Jahren. So. Gut, wir sind ja wohl fertig. Würde ich jetzt mal so klassifizieren. Obwohl hier draußen ist noch ein bisschen was. Wir schauen nochmal ganz kurz hier in der Ecke vorbei, ob hier noch irgendwo was ist. Außer den Containern gibt es hier nichts und hier ist die Welt zu Ende quasi. Oder zumindest ein Grundstück. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zurück nach Sanctuary. So, also jetzt hier durch die Nacht. Erstmal wieder um den Wasser, um das Wasserloch hier rum. Und dann in die Richtung. So, müssen wir ja auch eigentlich relativ schneller ankommen können. So, noch ein bisschen nächtlich Blumen pflücken, hier ein paar Abbluten. Und dann sollten wir irgendwie in der Richtung auch Sanctuary haben. Schauen wir mal. Hier wird unten noch was angezeigt. Was ist denn das? Schauen wir mal ganz kurz. Aha, Moment. Wir gehen in die völlig falsche Richtung und da wird uns noch was angezeigt. Das finde ich ja sehr interessant. Okay, na gut, dann setzen wir die Erkundungstour fort. Uns hetzt ja keiner. Wir können das ja alle ganz in Ruhe machen und uns hier ganz in Ruhe umschauen. Um Sanctuary rum. Ja, wir haben scheinbar eine alte Hütte hier im Wald gefunden. Okay, das sieht mal ein bisschen anders aus, das Häuschen. Oh. Fast so ein bisschen wie im Bayou. Oder haben wir auf jeden Fall wieder eine Blähfliege gefunden. Ich weg. Bleib hier. So, 80%. Das sieht doch gut aus. Naja, fast 80. Okay, das war ein schöner Treffer. Das hat doch mal gesessen. Und da kommt die nächste Blähfliege um die Ecke. Jetzt haben wir aber gerade keine AP für die. Muss ich Doc mit drum kümmern. Nehmen wir mal die 10 mm. Ja, hier, die ist getroffen. Und da ist die andere erledigt. Hervorragend. Haben wir das. Sehr schön. Ja, wie gesagt, die Hütte sieht so ein bisschen aus, ja, was man so aus dem Bayou kennt. Und wir haben eine Ranger-Hütte entdeckt. Sehr schön. Gut. Ja, sieht ein bisschen aus Pfadfinder-Hütte, ja, ja, ja. Okay, kennt man, denke ich. Ja, sieht auch aus, ein bisschen aus wie die Hütten in Fallout 76. Da gibt es wirklich sehr ähnlich, also mit den gleichen, ja, kaputten Geländern. Ja, 1:1 kopiert, ja, 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 ja. Okay, wir schauen uns hier in der Ranger-Hütte mal um. Eine Kochplatte haben wir hier. Da liegt ein Ödland-Überlebensführer. Wir haben offensichtlich ein weiteres Sammelheft gefunden. Ausgezeichnet.
Sehr schön. Du hast eine Ausgabe des Ödland-Überlebensführers gefunden. Du nimmst dauerhaft 5% weniger Schaden durch Nahkampfangriffe. Das ist doch sehr nett. Sehr schön. Und das hat sich doch gelohnt. Sehr gut, dass wir hier angegangen sind. Und wir haben hier einen Koffer des Ausreißers gefunden und ein Holoband der Ausreißerin. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal alles mit, was wir hier so haben. So, den Kaugummi erstmal einstecken, das saubere grüne Kleid einstecken und dann hören wir uns mal das Holoband an. Aha, nee, anhören eigentlich. Gut, Moment, wir müssen wieder raus. So, ach so, ist mal Transfer. Moment, dann nehmen wir das erstmal. Und dann schauen wir uns das mal im Pip-Boy an. So, wo ist es hin? Achso, wir haben ja festgestellt, Holobänder liegen unter Diverses. So, das können wir untersuchen. Nö, können das stoppen. Aha. Ja, wir können es einwerfen. In Ordnung. 22. Oktober 2077. Ich habe es Ihnen endlich gesagt. Und es war schlimm. Richtig schlimm. Papa hat rumgeschrien und meinte, ich solle mich schämen. Er meinte auch, dass ich ausziehen müsse. Mama hat nur geweint. Und irgendwie tat das mehr weh als alles andere. Sie hat nicht ein Wort gesagt. Nicht mal, als ich meine Sachen gepackt habe. Ich kann nicht zu John. Er weiß es ja noch nicht mal. Vielleicht wird er es nie erfahren. Wenn es die Hütte nicht gäbe, hätte ich jetzt keinen Platz zum Schlafen. Ich brauche einfach etwas Zeit zum Nachdenken. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich noch ein kleines Mädchen und habe Clubhaus in der alten Hütte gespielt. Jetzt habe ich wirklich Angst. Wird es irgendwann wieder besser sein? Okay, da haben wir die Nachricht der Ausreißerin gehört. Irgendwie schienen sie von ihrem Freund, ihren Eltern erzählt zu haben und tja, die schienen damit nicht so begeistert oder nicht davon so begeistert gewesen zu sein und deswegen ist sie wohl weggelaufen und hat sich hier in der Hütte versteckt und das kurz vor dem Krieg und ja, da hat sie dann wohl hier ihr Ende gefunden und dann ihre Gedanken und das, was sie erlebt hat, ja, auf das Holoband gesprochen. Okay, naja, gut. Mal wieder ein kleines Stückchen vom Ödland erfahren. Ich mag ja diese kleinen Geschichten, die so nebenbei man entdecken kann. Und apropos nebenbei was entdecken, nach vorne haben wir offensichtlich einen Wohnwagen oder etwas ähnliches. Nee, das ist ein Panzer. Oder ein Truppentransporter. Schauen wir mal ganz kurz. Dann gehen wir mal rüber. Und schauen uns den mal an. Der ist noch immer hübsch beleuchtet. Da steht eine Gaslaterne, so wie es aussieht. Und wir haben eine Bleifliege, ein Blutkäferjungtier. So, der ist erledigt. Oh, Blutkäferrüssel eingesteckt. Der hat auch noch ein paar Kronkorken dabei, so wie es klang. Und hier sind ein paar giftige Fässer. Das finde ich nicht gut. Die verstrahlen jetzt doch bloß wieder. Naja, okay, so ist das halt im Ödland. Gut, schauen wir hier mal kurz rein. Nur ganz kurz. Stimpak und Redaway dabei. Gut, ich glaube, hier haben wir alles. Gut, wir gehen wieder raus. Strahlt. Muss nicht sein. Ja, altes Militärfahrzeug hier. Ja, Transporter, Truppentransporter. So, und da vorne müsste Sanctuary liegen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal den Weg durch den quasi Sumpf. Oh, gehen wir durchs flache Wasser. Passiert nicht so viel, das ist gut. Und dann sind wir auch in Sanctuary zurück. Ja, zumindest gleich. Noch ein paar Meter sind's. So, Hubblume noch gefunden, noch mehr Hubblume. Ja, haben wir ja viele hiervon gefunden schon. So, sind wir wieder an eben der Häuser. Da hinten ist auch noch eine. Ah, hier steht so eine Laborstation mitten im. Hinten rum. Na, das ist ja interessant. Oh, hier gibt es noch Düngemittel. Ne? Das stecken wir erstmal ein. Das können wir dann ja gleich in die Werkstatt packen. Oh, hier kommen wir ja nicht rum. Jut, 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 jut. So, wir gehen erstmal zu unserem. Ja, unserer Siedlung zurück. Also zu dem Kern der Siedlung. Kann man hier ja noch alle hübsch ausbauen. So, wir stecken erstmal die Waffe weg, die brauchen wir glücklich im Moment nicht. So, ist irgendwer wach? Ne, sieht nicht so aus. Ich denke mal, die liegen alle in den Betten, die wir ihnen gebaut haben. Genau, sieht danach aus. So, ich glaube, hier liegt Sturges vorne. Ne, das ist Yun Long. Da liegt Mama Murphy wohl. Und wie stellen wir mal nicht. So, das heißt, wir gehen erstmal nach hinten. Wir haben ja Tattoo-Pflanzen bei der Abernathy Farm eingesammelt. Das ist uns von dort mitgenommen, nachdem wir ihnen geholfen hatten. Und dann können wir hier mal die Tattoo-Pflanzen anbauen. So, machen wir das doch mal. So. Mal gucken, ob wir das jetzt hier fertig kriegen. Das wäre ja schön, wenn wir das endlich mal schaffen. Das ging ja jetzt hier schon lange genug. So, können 12 davon anbauen. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. So. So, einmal.
Dann stellen wir den Rest hier auf die andere Seite vom Zaun. Wir können auch den Zaun entfernen eigentlich bei der Gelegenheit. Aber ich möchte das ein bisschen erhalten. Ich finde das irgendwie schöner. Lassen wir mal die alten Strukturen stehen. Also hier könnte man tatsächlich abbauen, also verwerten die Holzzäune. Ein bisschen Holz sich verschaffen und das alles freiräumen. Ich damals schon bei meinem ersten Durchspiel ein bisschen ärgert, dass ich das irgendwann gemacht habe. Das möchte ich diesmal nicht machen und so viel wie möglich davon erhalten, wenn wir das hier machen. So, jetzt bauen wir das hier erstmal alles an. Wir müssen die ja nicht mit uns rumtragen. So, hervorragend. So, das sollte jetzt aber reichen. Die Quest hat sich auch auf jeden Fall soweit aktualisiert. So, ich glaube, wir sind hier fertig. Mehr haben wir nicht. Nö, das können wir hier nicht anbauen. Da haben wir nichts gefunden. So, nee, das wollen wir nicht einladen. Wir wollen hier raus. So, etwas verwirrende Steuerung. Wenn man dafür das Escape soweit beendet und nicht dann irgendwie auf Einlagern geht. So, wir sind hier wohl fertig. So, jetzt können wir mal gucken. Wir sollen eigentlich jetzt wahrscheinlich wieder mit Sturges reden, aber der schläft. Das ist natürlich ungünstig. Nun gut. Gehen wir erstmal an die... Oh ja, die können wir auch hier rangehen. Ne, wir wollen an die Werkbank. So, und erstmal den Schrott einlagern. So, dann werden wir uns mal des schweren Zeugs entledigen, was wir noch so dabei haben. So, schauen wir mal. So, die Patronen, na, die wiegen hier halt auch ein bisschen was. Ich glaube, 308er Patronen brauchen wir im Moment noch ja nicht, aber gut, das können wir trotzdem mal mitnehmen. So, scheinbar nicht so viel beizuhaben. Haben wir ja doch mit was hier, das wäre jetzt eine gute Frage. Müssen wir gleich mal gucken. Haben wir doch was ins Inventar gepackt jetzt? Ich glaube nicht. Nö, das hat nur die Hundehalskette, sehr schön. Brauchen wir uns nicht drum kümmern. Was sagt unser Inventar? 96 Pfund von 300, das ist sehr gut. So, dann glaube ich, müssen wir jetzt mal Sturges aufwecken. Ich will jetzt hier nicht warten bis zum nächsten Morgen. Gut, man könnte sich auch in eins der Betten legen. Ah ja, das fünfte Bett ist unbenutzt. Preston ist wohl auf Patrouille. Der wird hier irgendwo rumlaufen. So, mal gucken, ob sich Sturges das aufwecken lässt. Hey, Sturges. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Okay, was für eine Verteidigung? An was für eine Art von Verteidigung hattest du denn gedacht? Mauern, Sandsäcke, Geschütztürme, was auch immer du hinbekommst. Okay, gut, haben wir das. Jetzt müssen wir für uns die nächste... Ja, um das nächste kümmern dürfen. Also Verteidigungsanlagen hier aufzubauen. Gut, okay. Das werden wir dann aber nicht mehr heute machen. Das soll es nämlich für heute erstmal wieder gewesen sein. Haben wir erstmal diesen Schritt hier in Sanctuary abgeschlossen. Haben die erstmal Nahrung, die haben Wasser, die haben Betten. Und jetzt wollen sie sich hier eigentlich sehr glücklich schätzen, uns überhaupt getroffen zu haben. Nun gut, okay, also wie gesagt, das soll es für heute gewesen sein. Hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr schaut auch bei der nächsten Folge Fallout 4 wieder mit rein. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald. Zeit.